Meine medizinische Verantwortung ist, dass ich neben meinem medizinischen Know-how, was ich immer wieder erneuern muss, optimale technische Hilfsmittel anbieten kann, aber am allerwichtigsten, dass ich auch für die Patienten ein verlässlicher und persönlicher Ansprechpartner bin, zu dem sie Vertrauen aufbauen können und der ihnen in allen Bereichen eben weiterhelfen kann. Angefangen von der Angst vor der Diagnose bis zur Mitteilung der Diagnose und auch dann für die weiteren Schritte eben als vertrauensvoller Ansprechpartner da ist. In meinem Fall war es wirklich so, ich wollte aufmunternde Worte, ich wollte jemanden, der mir gut zuredet, der mir auch Erfahrungen, seine Erfahrungen weitergibt und mir dadurch ein bisschen versucht, die Angst zu nehmen. Es gibt bestimmt auch andere Patienten, die sagen, sie wollen es gar nicht, sie wollen nicht drüber reden, die wollen mit ihren Emotionen alleine gelassen werden. Und das macht für mich ein guter Arzt aus, dass er merkt, was der Patient wirklich braucht. Man baut wirklich ein gutes Verhältnis zur Patientin auf. Die Patientin kommen ja regelmäßig und man kennt sich im Laufe der Jahre. Man vertraut sich. Es gibt dann auch nette Gespräche. Wie geht's der Familie? Und so kann man schon mal dann die Patientin für sich gewinnen, dass man sagt, dann ist das Eis gebrochen. Ich bin mir sicher, dass ich, dass ich da, wenn ich das Gefühl habe, bei einem Arzt oder auch in so einem Radiologikum gut aufgehoben zu sein, ich bekomme schnell meine Antworten. Ich habe hier eine Top-Untersuchung. Ich werde ernst genommen als Patient, auch vielleicht mit meinen Ängsten oder Unsicherheiten. Ja, dann ist das schon für mich eher eine Überlegung, doch mal ein bisschen besser mit meiner Vorsorge umzugehen. Wir bemühen uns, auf die Patientinnen persönlich einzugehen. Und speziell, wenn der Arzt die Diagnose an die Patientinnen weitergibt, wird er es auch so machen, dass es immer zum Fall passt. Also er wird klar die Diagnose sagen, aber das ist natürlich sehr, sehr einfühlsam und der Patientin auch gleich seine Hand anbieten, das heißt, sie zu begleiten bis zum nächsten Untersuchungsschritt. Vereinfacht gesagt ist Ganzheitlichkeit ja so die Verbindung Körper und Seele, wenn man es jetzt mal so ein bisschen vereinfacht formuliert. Und ich denke, das, was ich eben schon angerissen habe, dass man eben nicht nur das medizinische Problem betrachtet, eben den Tumor oder die Zyste oder die Angst davor, sondern dass man dann wirklich auf die Person eben auch eingehen kann und dass man deren Bedürfnisse, Erwartungen und Ängste eben auch bedient als Arzt und auch betreut ein Stück weit, dass man da ein verantwortungsvoller Partner ist, ein verlässlicher Partner auch. Das ist ganz wichtig und das ist etwas, was hier im Radiologikum sehr gelebt wird. Also wir sind nicht so reine Bildergucker und Überweisungsschein, Bild, ich sage es Ihnen kurz und Wiedersehen, also, sondern es ist schon so, dass wir wirklich den Menschen auch sehen und uns Zeit nehmen dafür. Der wichtigste Nutzen für den Patienten ist eine definitive Diagnose. Deshalb ist für uns sehr wichtig, uns auch mit den Klinikern, mit den Ärzten auszutauschen, wie eine solche Diagnose zur Verfügung gestellt werden kann. Auf der anderen Seite soll ein Gerät natürlich auch nicht bedrohlich auf den Patienten wirken, dass er nicht in eine Stresssituation kommt, wenn er untersucht wird. Ja, also Erwartungen an das Gerät soll relativ schnell sein, soll nicht zu lange dauern, soll nicht so schmerzhaft sein und ich soll mich wohlfühlen einfach damit mit der Untersuchung. Design bei einem Medizinprodukt spielt eine sehr wichtige Rolle. Ein gutes Design eines Produktes ist A für die Beruhigung der Patientinnen da und B natürlich auch von der Ergonomie her ein ganz entscheidender Faktor, um den Untersuchungsablauf für den Patienten und auch für das Personal so angenehm wie möglich zu gestalten.